Die würde ich mal meinen. So, ich brauche auf jeden Fall was mit Go. Auch wenn das Ding hier alle 2 Sekunden Ladehemmung hat. Den Außenposten vor allem. Ist nichts. Wer nistet sich denn hier ein? Das ist ja völlig dämlich. Da kann ich jetzt in einer Hand abgeben, von wo ich überfallen werde. Eine Strategie. Du legst hier einfach hin, ne? Darum geht der Job doch. Habe ich hier einfach rein? Du hast das Gefühl, darum wird es am Ende gehen. Ich bin heraus, was beim Außenposten passiert ist. Ja, die Leute wurden erschossen. Braucht ihr mehr Informationen? Der Dead. Hallo, PDA. Mann, was war denn das für eine Scheiße? Was für ein Vollidiot dieser Kommandant. Der ganze Blödsinn, den er uns erzählt hat. Von wegen, auf dem Außenposten gäbe es keine Munition mehr. Diese Freiheitslutscher haben 2 von uns verwundet. Genug gequatscht. Lass uns unsere Spuren verwischen und hier verschwinden. Ist der Kommandant ein Bio? Klang so, als hätte er den Laden dort verraten. Also ich bin sehr gespannt, ob das Lager hier untergehen wird, weil das ja eben in Darker Shadow of Chernobyl nicht mehr vorhanden war. Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr, ob von Mutanten überrannt. Ich habe hier auf jeden Fall mal ein härteres Gefecht gehabt. Das war aber, glaube ich, nicht das mit dem Typen in der Zelle unten. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Auch so offen, ne? Immer X drücken, um meine Waffe wegzustecken, aber ich glaube, das war's. Hier auf X. Doch, das war das. Mit dem Typen im Keller. Tatsache. Auf jeden Fall ein heftigeres Gefecht. Es wäre wirklich witzig, wenn ich mich den Leuten hier anschließen würde und dann von Strelok oder als Strelok mich selbst erschieße, meinen Protagonisten. Und hier ist bei. Das ist ja hier eben das Prequel dazu. Hoffe ich, dass ich mal was Richtiges sage. Gehe hier auf jeden Fall nochmal rum. Hier hinten gibt es offensichtlich keinen Eingang mehr. Zumindest finde ich ihn nicht. Wieder mal angenehmer Regen, der stört. Nacht ein bisschen anstrengender hier, glaube ich. Es war sehr dunkel im ersten Stream. Ich erinnere mich wieder an Sachen. Kommt ja nicht so häufig vor. Das muss man mal zelebrieren. Der Erzähler schlägt wieder an. Ton fällt mir gerade mal ein. Wir haben ja am Anfang des Streams erkannt, dass es offensichtlich kleinere Tonprobleme gibt oder beziehungsweise Klangänderungen. Ich habe ja hier ein bisschen was am Setup geändert. Es könnte gleich etwas mehr hallen. Dadurch könnte sich das anhören, als höre ich weiter weg. Da muss ich dann vielleicht nochmal ein paar Schrauben drehen, dass ich die Sachen wieder vollstelle. Ich habe den Rechner jetzt sehr viel weiter weg. Das könnte natürlich seinen Grund haben, aber war das große Loch in Stalker 1 hier auch drin? Ist der Kommandeur so einer? Sind wir doch hier drin. Sind wir wegspaziert. Der Sauhund. Voll der Sauhund. Mit den Ohren, sprich lauter. Schicke ich mich gerade selbst in den Hinterhalt, weil sich aus dieser Halle hier raus zu helfen wäre wieder gar nicht so toll.
Das bei mir, vielleicht krieg ich doch ein bisschen mehr Deckung. Geigerzähler wieder am Ausrasten. Der Typ am Megafon muss auch eine Krise kriegen irgendwann. Das ist nachts bestimmt voll, wenn du pendelst. Das bist du doch gar nicht. Komm hier rein. Guck mal, hier du. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Das ist... Lernen wir uns mal kennen. Ich heiße Tschechow. Oder doch? Ich bin der Boss hier. Die Aufnahmen auf dem PDA, den du gefunden hast, bringen etwas Licht in die Sache. Alle Ausgänge aus dem Tal wurden blockiert, aber unsere Außenposten und Patrouillen wurden trotzdem ständig angegriffen. Ein paar Mal wurden unsere Trupps sogar sofort, nachdem sie die Basis verlassen haben, niedergemetzelt. Die Leute denken langsam, dass wir die Zone irgendwie wütend gemacht haben und dass es jetzt eine Art Strafe dafür ist. Wir haben es sogar mit Schutzzaubern gegen Geister und diesem ganzen Zeug versucht. Aber jetzt wissen wir ja, dass es nichts Übernatürliches ist. Der Kommandeur hat all unsere Aktionen verraten. Verfluchte Ratte. Es war offensichtlich tatsächlich der Kommandeur. Ich habe mal richtige Schlüsse gezogen. Das ist unerfreulich. Das hätte ich nie von ihm erwartet. Immerhin kenne ich ihn schon seit Ewigkeiten. Wir sind zusammen auf die Jagd nach unseren ersten Artefakten gegangen. Dann nochmal, wir beide haben die Freiheitsgruppe zu dem gemacht, was sie heute ist. Ich habe ihm unsere gesamten Operationspläne anvertraut und er hat uns einfach verraten. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob wir erfahren, warum er das gemacht hat. Es gibt ja manchmal so verblendete Begründungen. Wenn sie glaubwürdig sind, höre ich sie sogar sehr gerne. Und wo befindet sich der Kommandeur jetzt? Kurz nachdem das Gespräch vom Außenposten auf unserer Funkfrequenz gesendet wurde, ist der Kommandeur verschwunden. Er hat gewusst, dass er in der Tinte steckt. Jetzt müssen wir ihn finden. Er weiß zu viel, wenn nicht sogar alles. Alle Ausgänge aus dem Tal sind gesichert, daher kann er nicht weit gekommen sein. Wir verfolgen seine PDA-Spur. Er ist in der Nähe der Straße zum Cordon. Ein paar unserer Trupps sind auf dem Weg dorthin. Also wieder zurück, wo wir herkommen, ja? Ich habe gehört, dass ein Stalker namens Kang hier gewesen ist. Ja, da war mal so ein Stalker. Er hat sich ziemlich für seltene Ersatzteile und so interessiert. Er muss gewusst haben, dass wir die besten Mechaniker der ganzen Zone haben. Ich habe ihm das Teil verkauft, das er gesucht hat. Warum auch nicht? Er hat einen guten Preis bezahlt und mich einmal gefeilscht. Aber ich weiß nicht, wofür er das Ding gebraucht hat. Diese Teile wurden nur in alten Verschlüsselungsgeräten der Armee verwendet. Gleich darauf hat er die Basis verlassen und keiner hat ihn seitdem gesehen. Mir kommt die Synchronsprecherrolle gerade gar nicht, also die Synchronsprecher nicht die Rolle, mir kommt der Synchronsprecher gerade gar nicht so bekannt vor. Wir haben ja viele Gothic-Sprecher schon rausgehört. Aber das ist gut, der gefällt mir auch. Stimme mag ich. Ein bisschen abgeklärt, ne? Weißt du, wohin Fan gegangen sein könnte? Ja, ich werde dir helfen. Natürlich nur, wenn du mir hilfst. Nimm das nicht persönlich, aber das sind schwere Zeiten. Und wenn sich die Lage nicht bald ändert, wird die Freiheit nicht über genügend Männer zur Verteidigung vor den Banditenangriffen verfügen. Hilf mir dabei herauszufinden, wer hinter den Angriffen steckt, und ich erzähle dir mehr über Fang. Edge Quest incoming. Abgemacht, was soll ich tun? Finde den Kommandeur und bring ihn hierher, egal ob tot oder lebendig. Wenn du das erledigst, verrate ich dir, wo sich Fang aufhält. Ich habe die Koordinaten des Kommandeurs auf deinen PDA hochgeladen. Ach, da haben sie ihn schon gefunden. Einverstanden. Bis später. Halte mich auf dem Laufenden. Dann bis dann diesmal. Ich bin gespannt, ob wir tatsächlich die Option bekommen, ihn lebendig zurückzubringen. Ich würde diese Möglichkeit gerne in Betracht ziehen, aber ich schätze, das Game oder ich werde nicht in der Lage sein, das so umzusetzen. Sollte mir die Leute Megafon mal anhören, ne, aber die reden ja ununterbrochen. Das war auch wieder lustig. Ich habe einen Schwanzvergleich gehört. Ganz fantastisch. So, rennen wir wieder raus. Wo soll er denn sein überhaupt? Kommen wir von da? Nee. Ist das hier das Bahngleis? Nee, das war auch ein Cordon. Selten ein Rot? Da habe ich wohl Freunde getötet. Sorry.
Oder die fallen mir in den Rücken, wenn ich den Kommandanten anspreche. Das kann natürlich auch sein. Also wie gesagt, ich nehme mal an, ich werde nicht in der Lage sein, den Kommandanten lebend zurückzubringen, einfach mangels an Skill. Oder falscher Dialogwahl. Hier war ich schon mal. Das bezeugen die toten Hunde. Mit den Leichen habe ich nichts zu tun. Ich schieb's auch auf den Kommandeur. Ich habe mit den Leichen wirklich nichts zu tun. Noch ein bisschen weiter, ne? Ich find's immer noch nice, dass ich mich, während ich das PDA offen habe, mich bewegen kann. Das ist höchst ungewöhnlich. So nutzlos, aber auch irgendwie cool. Und obwohl dieses Game auch, oder die ganze Reihe eine Minimap hat, ne, fängst du nie an, die Minimap zu spielen. Das hat haben moderne Spieler gerade als Problem. Weiß ich, neuere Assassin's Creed zum Beispiel, wenn du gefühlt die ganze Zeit nur auf die Minimap guckst. Hilft den Freiheit? Nein. Diesen Söldner auszuschalten. Der Kommandant ist bestimmt ein Söldner für irgendwen. Um den kümmere ich mich jetzt. Oder gehört das jetzt dazu? Ich renne gerade zu dieser Quest. Ja, wenn ich jetzt hier bin. So ein Scheiß. Macht die ganz fantastisch. Ich weiß immer nicht, wer meine Feinde sind. Was strukturiert hier aus, außer er? Boah, das gibt einen Bandscheibenvorfall. Habe ich vorhin umgerannt. Ja, wenn das Ding mal schießt, dann ist es wenigstens relativ präzise. Bin wieder am Bluten hier. Ich sollte speichern. Ist das schon einer von meinen Leuten? Von meinen Freunden? Die gehören ja nicht zu mir. Warte, ich weiß nicht, wer du bist. Da ist ein gelber Punkt. Diese. Er ist tot. Ja. Ach, der Kommandeur wurde von anderen Leuten umgebracht? Du bist das, Lingo. Ein Baum ist jetzt nicht so. Korrekt. Ortskundiger, ne? Die laufen überall rum. Ich kann überall Schnellreise machen. Das ist nicht unbedingt schön, aber sehr bedacht von den... Ich bin schon ja fast tot. Mann, fast verblutet. Sehr bedacht von den Entwicklern, weil man die Map ja eben schon kennt, ne? Also viele Kunden gibt es hier nicht wirklich. Also Neues zu entdecken zumindest, also Neues zu sehen, Neues zu entdecken wahrscheinlich schon, weil natürlich Artefakte und Loot alles neu ist. Aber ich finde die Gedanken erstmal, allein die Gedanken erstmal nicht schlecht. Tatsächlich mal einen Grund für Schnellreise. Man kennt die Map aus einem Vorgängerspiel. Und will natürlich nicht unrealistisch viel verändern kannst du ja auch nicht, wenn es ein Prequel ist. Da kannst du maximal eine Baustelle dahin setzen, wo dann im Nachfolger, also im Hauptspiel, ein Gebäude steht. Meine Auffassung der Dinge zumindest überzeugt mich gern vom Gegenteil.
Sicher gibt es andere Spiele auch, die auf derselben Map spielen und auch keine Schnellreise drin haben. Aber vielleicht ist es dann einfach ein anderes Spielprinzip. Gerade hier, wenn du viel am Laufen bist, im Laufen und nicht drin bist, ist das eine gute Lösung. Aber ich werde sie, glaube ich, nicht in Anspruch nehmen, weil die Map nicht langweilig genug geworden ist, obwohl ich die kenne. Das ist jetzt mich reizen würde, die Schnellreise zu verwenden, eben auch gerade, weil die, glaube ich, sehr teuer ist. Wenn ich daran denke, was in Call of Duty mit dem Anzug war, mit 30.000 Rubel, werde ich einfach alles Geld, sofern es mir nicht von Banditen abgenommen wird, porten. Und wenn mir eigentlich drei Pfeile angezeigt, wahrscheinlich habe ich mir auf einer Seite wieder eine Belohnung erfunden. Ja genau, bei Ganja. Ganja, den Kneipen-Dude. Es muss so warm da drin sein. Kalte Winternächte. Also wenn ich ein ganz großes Problem bei diesem Spiel habe, dann ist es Eingänge finden. Von großen Lagern. Aber einfach in der Mauer lang laufen ist auf jeden Fall der falsche Weg, weil hier komme ich nicht rein. Also nochmal entgegengesetzt. Einmal rum. Und gleich sind wir da. Wo ist eigentlich meine Ausbauanzeige? Ach, da unter dem Geigerzähler. Da hängt fast ein bisschen mein Mikrofonarm drüber. Aber in Sachen Facecam muss ich mir da nochmal was überlegen. Da kann ich sowieso den Sound wieder komplett umdrehen. Mikro möchte natürlich nicht im Bild hängen. Im Regelfall. So, da ist der Eingang. Schade, ich hätte den Kommandeur gern zurückgeholt. Warum rennst du hier jetzt? Nicht eine Falle, schöne Waffe aber. Genia Favorit. Wieso gleich wieder geschafft? Ich hab schon wieder vergessen, wie der Chef heißt. Ich wollte erstmal zu Ganja meine Belohnung abholen. Wahrscheinlich gibt es nochmal ein 20er oder so. Damit ich mir bloß nichts kaufen kann. 100 war schon echt wenig, wenn man bedenkt, dass mir gerade 7000 irgendwas abgezogen wurde. Hast du was für mich? 3000, ja gut, ich beschwere mich nicht. Bis später, Kumpel. Bis später. Mann, es ist so dämlich. Lass doch lieber Crocodile spritzen. Russische Importware. Ich hab's mit den Ohren, sprich lauter. So richtig scheppern das Zeug. Kennt das Zeug? Also wüsste jemand von dem Zeug, wenn er keine N24-Doku gesehen hätte? Ich kenn das nur aus der N24-Doku. Ich habe sonst noch nie von dieser Substanz gehört. Da sind wir wieder beim Boss. Komm nur rein, danke für deine Hilfe. Nach der Schießerei bei der Farm wissen wir nun, dass hinter den Angriffen auf die Freiheitsgruppe Söldner stecken. Die Informationen auf dem PDA des Kommandeurs bestätigen das. Die Frage ist, warum zum Teufel tun sie das? Die Söldner sind bisher immer neutral geblieben und haben mit allen Gruppen in der Zone kooperiert. Ich frage mich, wer ihr Auftraggeber sein könnte. Vielleicht waren es ja die Wächter oder die Armee. Momentan habe ich mehr Fragen als Antworten, aber ich würde das schon aufklären. Darauf kannst du wetten. Und da kam gerade ein Follow rein, der nächste. Vielen Dank dafür. Herzlich willkommen. Und folgend die Frage, also was ist mit... Du hast dich an deinen Teil der Abmachung gehalten und jetzt verrate ich dir, was ich über Fang weiß. Er war hier auf der Suche nach seltenen Ersatzteilen. Und es hat mich neugierig gemacht, was er mit dem ganzen alten Zeug vorhat.
Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er mir gesagt, dass ich mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern soll. Naja, sowas lasse ich mir natürlich nicht gefallen. Ich habe einen unserer Techniker gebeten, sich in seine PDA-Frequenz einzuklinken. So konnten wir ihn einige Tage überwachen. Anscheinend ist er zum Müllhalter gegangen. Ich würde dort nach ihm suchen. Übrigens habe ich mir seine PDA-Frequenz notiert und die auch schon übermittelt. Sein Aufenthaltsort wird nun auf deinem PDA angezeigt. Danke für die Info. Bist du bereit, der Freiheitsgruppe ein weiteres Mal zu helfen? Ach, ich höre es ihnen zumindest an. Ich hoffe, da gibt's einfach keinen Timer für. Wir wissen jetzt zwar mehr, aber die Söldner greifen uns weiterhin an. Und wir haben schon zu viele Männer verloren. Ich weiß immer noch nicht, wie sie es ins Tal schaffen. Wir haben alle Straßen mit unseren Außenposten unter Kontrolle. Offenbar gibt es hier irgendwo einen Tunnel, den wir nicht kennen. So könnten die Söldner ins dunkle Tal gelangen. Wir müssen diesen Tunnel finden und ihn in die Luft sprengen. Klingt ja mal wieder eine richtig einfache Sache. Wie willst du herausfinden, auf welchem Wege die Söldner reinkommen? Das Tal ist riesig. Das ist so, als ob man nach der Nadel im Heuhaufen sucht. Es gibt einen alten Triangulator im Tal, der in Sowjetzeiten von Geodäten konstruiert wurde. Der Triangulator besteht aus drei Antennen. Sobald alle drei aktiviert werden, kann die Oberfläche des gesamten Tals überwacht werden. Wenn das funktioniert, können wir herausfinden, wie die Söldner ins Tal gelangen. Was muss ich tun? Eine der Antennen steht hier in der Basis, aber die beiden anderen wurden von Söldnern eingenommen. Hilf uns dabei, sie wieder unter unsere Kontrolle zu bringen. Hat sich gerade diese Grundstimme geändert. Mal verstanden. Bis später. Glück. Du bist jederzeit willkommen. Ja, da hat sich die Synchronsprecher geändert. Ich wundere mich gerade ehrlich gesagt, ist das hier nicht Technik der 80er? Die sagen ja, ich kriege mich ins PDA ein und ich hack mal das und hier habe ich einen Sender dafür. Ich mache jetzt zum ersten Mal eine größere Fetch-Quest. Ja, Fetch-Nebenquest. SR-Story. Wir nennen es nicht Fetch-Quest. Das ist ja auch keine. Aber einfach ein dämlicher Fehler von mir. Zeit. Und das hindert mich auch nicht daran, die Story weiterzuspielen. Bis jetzt zumindest, wenn ich es nicht machen würde. Aber irgendwie reizt mich das jetzt, was zu sprengen. Macht sich auch wieder super im Dunkeln los zu rennen, aber ich habe da zumindest noch ein kleines Lämpchen an meiner Brusttasche wahrscheinlich. Kann ich das sehen? Nee, ne? Ich habe keinen. Ich glaube, in einem Stalker konnte ich mich angucken im Inventar. Ich tu dir Sachen. Hört auf. Aber das Nacht kommt mir nicht noch mehr Blattsacker. Auf kann ich verzichten. So, ich muss mir den grauen Pfeil folgen. Gelb führt mich wahrscheinlich hier raus, ne? Nochmal geprüft. Ja. Gelb führt mich aus dem dunklen Tal raus. Warum das dunkles Tal heißt, habe ich echt noch nicht so richtig verstanden. Weil da hinten so alles vergammelt aussieht. Kein Grund mehr zu was? Oh, was geht denn hier schon wieder ab? Ach genau, in der Mitte des Tümpels war ja eine Antenne. Ich speichere nochmal. Ich versuche mich zumindest jetzt mal von hinten anzuschleichen. Das heißt ja nicht, dass das jetzt klappt. Aber ich kann den Ball rüberschmeißen, ne? Wenn ich... Ja. Yeah. Fangt mal. Diese Ladehemmung kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bezweifle zwar, dass es mir jetzt geholfen hätte, wenn ich schießen hätte können. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem drauf gegangen. Aber meine Güte, hört doch auf. Was ist denn das für eine Waffe? Soll man mir damit sagen, dass es keine Kalaschnikow ist? Die man angeblich überall hinschmeißen kann. Dann hocke ich mich jetzt hier dann Stein, okay.
Check doch mal eure Rotzlöffel. Durch bei diesem Geräusch. Absolut. Ihr pusht die jetzt. Dann schieße ich halt gar nicht mehr. Oder mit Rolle. Ist er fertig, wa? Oh ne. Also, dann gibt mir keine XP oder so. Hat jemand die Kälte übrigens gefunden? Irgendwelcher fortgeschrittener Humor? So, die Antenne. Die Antennen sind nun unter unserer Kontrolle. Wir haben die Koordinaten des Tunnels. Er befindet sich in der Nähe der verlassenen Fabrik. Auf diesem Weg gelangen die Söldner also ins dunkle Tal. Achtung an alle Truppen. Findet und zerstört den Tunnel. Was sehen Sie da hinten schon wieder? Ach, das ist die ganze Sache. Okay. Seid ihr draußen? Wir sind. Geh davon aus, ne? Ich hätte vor allem gedacht, ich müsste zwei Antennen einnehmen. Ach, ich greife an, okay. Dann soll es so sein. Hier ist ein Tunnel. Ich höre mich gleich selber nicht mehr bei dem ganzen Schieße. Ja, mehr als drauf schießen kann ich nicht, ne? Klick, 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 klick. Du hast getötet. Ja, erstaunlich. Mann, das ist einer meiner Lieblingsschusswaffen im Spiel. Die wird mir so versaut, weil sie einfach nicht schießt. Wird auf mich weggeschieben, seid ihr wahnsinnig. Ich würde dir so gern helfen. Wo schießt ihr hin? Ach, da draußen ist noch wer, ja. Sie greifen von allen Seiten an. Söldner, wir werden versuchen, sie auf dem Platz in Schach zu halten, während du durch das Gebäude stößt. Ich kann auch was schmeißen. Hat, glaube ich, noch nichts gekillt in diesem Spiel. Habe ich doch mal welche gekillt? Ich durfte das Ding jetzt mal ansehen. Die Gewinde-Lämpchen sind dafür auch wesentlich stärker, habe ich das Gefühl. Ne? Also die gehen nicht einfach nur random drauf. Ich habe auch dezent vergessen, was ich hier zu tun habe. Könnt ihr mir sagen, ob die Waffe haltbarer ist? Zustand. Also doll ist nicht, ne? Entladen, einlassen, gib mal her. Das Ding hat genau das gleiche Stock, damit ist mir nicht viel geholfen. Ich habe da seit ein schöneres. Tunnel sprengen, darum ging's. Oh ja. Siehst du auf mich? Ne. Ich muss ganz dringend aufpassen, dass ich hier nicht wieder Kollegen erschieße. Der hat auch schon wieder was standen. Wir haben viel zu wenig stärkere Mutanten bisher gekriegt. Hätten wir mal so auf. Und da lässt man sich noch bitten. Warum bin ich jetzt hier runter? Keine Ahnung. Man weiß so vieles nicht. Ich auch nicht. Wer schießt denn die vor allem noch auf uns? Ja, wir werden von allen Seiten angegriffen, aber wo sind denn diese Seiten? Wahrscheinlich hätte ich auch einfach dahin gehen sollen, wo zuletzt die Gegner herkamen, wa? Ach ja, der war das und so. Kenn ich nicht.
mache hier nur. Weiß nicht wieso. Das ist eine Anomalie. Oder? Dann bin ich mal rüber. Muss ich vielleicht doch nochmal rein? Ich glaube nicht. Hat keinen Zweck. Was ist der Deal? Das wäre alles schon wieder so viel schöner, wenn ich mal Licht hätte. Also nicht nur das Taschenlampenlicht von allen Beteiligten. Sondern Tageslicht. Der Himmel sieht in diesem Spiel tatsächlich sehr ansehnlich aus. Gefällt mir gut.